Schönen guten Tag, Leute. Heute werden wir einfach mal eine Verbindungsprüfung zwischen Client und Server durchführen. Dafür brauchen wir einmal die eigene IP-Adresse des Servers. Diese können wir ermitteln, indem wir mit der rechten Maustaste auf Start, dann auf Ausführen und CMD gehen und geben dort ipconfig und dann /all ein und sehen da, wenn wir nach oben scrollen, die IP-Adresse und natürlich ganz wichtig die Subnetzmaske des Servers. So, jetzt prüfen wir einfach mal die Verbindung vom Client zum Server mit Hilfe des Ping-Befehls. Wir gehen wieder in die Command-Box und geben Ping sowie die IP-Adresse des Servers ein mit der 192, 168, 178 und dies 40. Und siehe da, wir bekommen eine Antwort vom Server. Wir haben 4 Pakete versendet, 4 Pakete empfangen und 0 Pakete verloren. Das Ganze machen wir jetzt auch mit dem Client. Wir gucken uns die IP-Adresse des Clients an. Geben wieder erneut ipconfig /all ein und bekommen somit die IP-Adresse. Wir haben hier die 50 am Ende und sind auch im selben Subnetz. So, Prüfung am Server. Gehen wir da natürlich wieder in den Command-Box und geben Ping 192, 168, 178 und die 50 ein und bestätigen das Ganze mit Enter und bekommen auch hier wieder Antwort von unserem Client. Die Verbindung ist somit erfolgreich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr guckt euch auch weitere Videos an, die ich hier zur Verfügung gestellt habe. Gerne auch in die Playlist nochmal reinschauen. Gebt mir ein Like. Bis bald.